Habt ihr heute schon was gegessen? Also, ich habe mir gerade ein schönes Stück von extra Schnitzelette abschneiden lassen. Und zwar von einer schönen Salamanderbrot der Echsenmenschen. War das lecker. Und wie wurde es gebraten? Natürlich extra blutig, denn Blut muss vergossen werden hier bei Tlaqua. Denn Oxyote kommt mit zwei Armeen Richtung Tlaqua. Hier kommt auch noch Tiano hin. Und das hier wird wahrscheinlich nicht gewonnen werden, wenn wir das spielen. Es sieht jedenfalls ganz, ganz bitter aus. Wenn wir ausfallen, haben wir natürlich das große Problem, dass wir nicht mehr die Stadtmauern hinter uns haben und uns nicht mehr passiv in der Stadt verstecken können. Ich glaube, dass wir diese Schlacht gewinnen können in der Stadt. Deswegen haben wir auch hier entsprechend Gottfried Heystein aufgestellt. Aber wenn wir ausfallen, dann müssen wir natürlich eine Landschlacht führen und dann sieht es schon mal ganz anders aus. Und hier kommt jetzt auch schon die nächste Armee. Toxiza. Mit der haben wir nicht gerechnet. Wir haben ebenso nicht gerechnet mit Tiernawin. Das heißt, wir haben hier gleich 320er Armeen. Und dann wird Tlaqua fallen. Wir können aber mit Dan Wallace nochmal zurückrennen. Ja, ist ein blödes Hin- und Herrennen, aber wir müssen es machen. Und können hier versuchen, so weit reinzulaufen, wie es nur geht. Wir können gerne in Gewaltmarsch gehen. Wenn Gulli weg hier abbricht, um Dan Wallace anzugreifen, soll er es gerne machen. Und Tiernawin muss ja erstmal anlanden, deswegen hat er hier sowieso erstmal Probleme mit der Mobilität. Also, das sollte alles funktionieren. Aber es könnte genauso sein, dass Tlaqua gleich fällt. Denn wenn die hier zusammen gebündelt angreifen, ja, dann ist es wahrscheinlich die Niederlage von Tlaqua. Dann haben wir aber die Möglichkeit, hier Tlaqua zurückzuerobern mit Dan Wallace. Das Gute ist natürlich, dass wir mit Tlaqua selber, also mit der Fraktion und nicht mit der Stadt, Frieden haben, vorerst. Und hier geht es nicht ganz so friedvoll weiter, denn Mord im Stolzbad heilt hier aus, um Liesel Barchmere hier in Karak Orhud anzugreifen. Und da er nochmal ausheilt und hier wahrscheinlich den Angriff plant, würde ich hier tatsächlich noch ein bisschen upgraden wollen und noch ein bisschen mehr hier in unsere Armee reinstellen. Was würde sich besonders lohnen gegen die lieben Zwerge? Die Gruftschrecken wären gut und natürlich auch die Fluchritter als sehr mobile und starke Einheiten immer gut gegen die Zwerge. Und dann können wir vielleicht nochmal mit ein paar Zombies auffüllen, relativ günstig. Dann ist hier das Ganze schon mal ein bisschen besser geschützt, aber ausfallen sollten wir an dieser Stelle nicht. Der Feind einfach übermächtig, aber in Karak Orhud hinter unseren Mauern sollte das erst einmal in Ordnung sein. Manfred von Karstein könnte jetzt hier entweder Richtung Berg Arachnos runterziehen, das wollten wir eigentlich, aber die Kalida, sie ist hier natürlich am Start und sie hat richtig Bock. Und wir können uns genauso überlegen, hier runter zu marschieren und uns die Kalida einzukassieren und Krokgar einzukassieren. Das wäre eigentlich cool und wichtig. Hier wird aber auch wieder rekrutiert. Also es ist wirklich eine schwierige Entscheidung, wofür wir uns entscheiden. Ich würde sagen, lass uns erstmal hier die Berge klären. Uns fehlt mindestens noch eine dritte Armee. Da haben auch noch ein paar in den Kommentaren gesagt, ja, die brauchen wir noch, also da haben wir ein bisschen Defizit. Und da habt ihr vollkommen recht, es fehlt uns gerade so ein bisschen an den Streitmächten. Aber was sollen wir tun? Wir haben gerade nicht das Geld für eine richtig gute dritte Armee, haben jetzt zwei Armeen aufgestellt, die hier erstmal nur ein bisschen halten sollen. Und wenn wir das auch gehalten bekommen und noch ein bisschen expandieren können, dann kommen wir so langsam in die Richtung, wo wir uns wirklich eine gute dritte Armee leisten können. Und darauf freue ich mich schon sehr, weil wir dann wirklich in den großen, mächtigen Gegenschlag gehen können. Jetzt ist die Frage, wie sieht es aus mit unseren ganzen Bauten? Ja, Stoßzahnebene könnte nochmal geupgradet werden. Auch Sudenburg könnte noch ein Upgrade bekommen. Wir lassen das mal, damit wir noch ein paar Runden länger überleben. Grebitz Stiefelecker wird sich wahrscheinlich in Bädel Orions Lager holen, könnte ich mir vorstellen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er hier Kassabau oder Bagar angreift, aber Orions Lager mit einer 14er Garnison auch nicht ganz so schlimm. Nicht ganz so gut für Grebitz Stiefelecker, aber wer gerne an Stiefeln leckt,
der weiß ja, dass es manchmal ein wenig dreckig werden kann. Und so dreckig wird es dann auch hier werden. Also ich schätze mal, er holt sich in Bade irgendwas, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass er hier ohne Heimat lange überleben wird. Denn sonst muss er die ganze Zeit im Plünderlager bleiben, sonst geht das nicht. Wir beenden einmal die Runde und ich bin sehr gespannt darauf, was die Feinde jetzt so machen. Deswegen nehme ich euch einmal ganz kurz mit und es gibt ausnahmsweise keinen Schnitt, aber ich kann euch was berichten. Und zwar ganz passend zu dieser Kampagne. Ich habe euch vor ein paar Folgen mal angeteasert, dass wir einen Banner in Auftrag gegeben haben. Und dieses Banner ist fertig. Das heißt, ihr werdet entweder heute Abend noch oder morgen im Laufe des Tages einen neuen Kanalbanner bei uns sehen. Und ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Freue mich schon auf eure Reaktionen. Denn ich habe versucht, hier die Manfred von Karstein-Kampagne mit einzubinden. Ihr werdet es erkennen. Auch an Kleinigkeiten. Und es ist vielleicht schon mal ein Teaser, was uns in Zukunft noch erwartet, weil wenn die Manfred-Kampagne vorbei ist, dann wird es natürlich weitergehen irgendwann mit einer anderen Kampagne. Und da habe ich mir mal einen anderen Kommandanten rausgesucht, den ich auch ganz cool finde. Hier in Tlaquah gibt es tatsächlich den Angriff. Und ich würde sagen, wir spielen das gar nicht mit dem Ziel, dass wir das gewinnen sollen. Wir versuchen das natürlich, das zu gewinnen. Ich glaube aber nicht, dass das funktioniert. Müssen wir gleich mal schauen. Wir haben aber viel zu viele monströse Einheiten beim Feind. Auch hier gerade diese Quartels und dann hier diese Stegadons, Stachelsalamander, Jagdrudel. Dann haben wir hier auch noch Bastiladons. Nee, das sind auch Stegadons. Wir haben Kampfechsenreiter. Haben hier sogar die Tempel. Wächter, die Elite-Einheit der Echsenmenschen, wenn es um die Infanterie geht. Also haben hier ganz, ganz starke Einheiten. Wir versuchen natürlich unser Bestes, aber wir machen das nicht als Anspruch, dass wir hier gewinnen, sondern versuchen einfach nur, das Beste rauszuholen. Und da ist natürlich unser jetziger Anspruch, so viel Schaden anzurichten wie nur möglich, denn Dan Wallace lauert bereits am Ende der Straße. Er lauert bereits hier, dann sich raufstürzen zu können. Und wenn wir das jetzt clever spielen und auch clever verlieren, wir müssen das nicht gewinnen, wie gesagt. Uns ist der General egal, uns ist die Armee egal. Es geht nicht darum zu gewinnen, es geht darum, clever zu spielen, meinetwegen auch clever zu verlieren. Damit Dan Wallace dann nämlich eine ganz leichte Partie hat. Hier sind die ganzen monströsen Einheiten auf einem Fleck, die ganzen Quartits, die Terradon-Reiter, die Stegadons, das Jagdrudel und Gulliweg, ein Slan Magierpriester und zwar vom Typ Feuer. Und hier hinten gibt's auch ein kleines Aufgebot, Kampfechsenreiter und hier die Tempelwächter. Und was sehen wir hier hinten? Hier sehen wir einmal Rotkampfskings und Chamäleonschleicher. Ja, dann würde ich sagen, ganz klar, also das hat der Feind gut gemacht. Wir sehen das einmal hier. Hier haben wir keinen großen Zugriff mit dem Turm, denn hier werden die relativ schnell rausgehen aus dieser Reichweite. Wir nehmen das trotzdem mit, stellen hier entsprechend einfach billige Zombies rauf, die auch schon angeschlagen sind. Dann haben wir hier keinen großen Verlust. Die Chamäleonschleicher könnten wir sogar begrüßen auf der Mauer. Und zwar würde ich sagen mit ein paar Skelettkriegern. Die Chamäleonschleicher könnten wir hier schon mal ganz gut rausnehmen. Da haben wir natürlich noch Rotkampfskings, die sind natürlich sehr, sehr stark. Das ist klar, aber wir können hier auf jeden Fall dafür sorgen, dass diese Mauer lange hält. Und zwar so lange, bis die Verstärkung kommt, aber die kommt von hier. Also vielleicht kriegen wir das sogar hier hin, das relativ gut zu halten mit diesen Skelettkriegern an der Stelle. Dann stellen wir hier die nächsten Zombies auf, die einfach nur dafür da sind, hier die Türme zu aktivieren. Und die Türme können gut und lange schießen. Das ist sehr gut und sehr wichtig. Hier haben wir einmal einen Belagerungsturm. Können wir uns auch gerne einmal anschauen, wenn wir uns den mal von unten anschauen, sehen wir hier richtig schön die Magie, die diesen Turm bewegt. Wir sehen hier hinter, die Tempelwächter müssten das sein, nicht wahr?
Das sind sogar die Sternenkammerwächter. Also eine besondere Einheit der Tempelwächter. Sehr, sehr cool. Also die Regiments of Renown-Einheit. Und hier im Belagerungsturm haben wir dann entsprechend ein paar Saurus-Krieger drin. Dann haben wir hier noch die Kampfechsenreiter. Also das hier ist relativ wichtig, die hier zu begrüßen, weil wir haben es hier mit sehr, sehr starken Einheiten zu tun. Deswegen werden wir Skelettspeerträger hier unten hinstellen, denn die Kampfechsenreiter kommen natürlich nur rein, wenn hier entsprechend das Tor fällt. Die kommen dann hier rein und sollten die dann entsprechend abfangen können. Hier sind Zombies drauf, die einfach nur dafür da sind, den Turm entsprechend zu aktivieren. Ja, wir könnten sogar sagen, wollen wir den Turm hier auch aktivieren, ist die Frage. Wir wissen nicht, ob hier noch welche rumkommen werden. Wir machen das mal und nehmen den zumindest mal mit. Diesen Turm hier sind ja nur Zombies, das ist nicht so schlimm, wenn wir die auch quasi falsch einsetzen sollten. Das wäre nicht ganz so tragisch. Und dann würde ich sagen, haben wir hier Saurus-Krieger. Die Saurus-Krieger begrüßen wir mit weiteren Skelettkriegern an dieser Stelle. Gruftgule. Warum nicht auch hier hin tun? Wir werden ja sicherlich auch die Tempelwächter dann hier hinbekommen. Dann werden die ein bisschen gedebufft und machen nicht mehr ganz so viel Schaden. Immerhin etwas. Etwas, was wir hier anrichten können für die Feinde. Und dann gibt es hier die Hauptschlachtreihe. Und hier wird es ganz, ganz bitter. Denn der Feind greift mit starken Einheiten an. Und wir haben kaum was dagegen zu setzen. Auch die paar Speerträger, die wir haben, würden halt einfach gar nichts bringen. Wir werden hier trotzdem Skelettspeerträger hinstellen, die sich hier so ein bisschen um den Schutz kümmern, falls der Feind hier durch die Mauer durchbricht. Das wird relativ schnell passieren. Und hier haben wir noch ein paar Türme, die wir hier entsprechend mit Zombies besetzen. Die werden sicherlich schnell angegriffen, kann ich mir gut vorstellen, entsprechend von den fliegenden Einheiten. Und dafür brauchen wir dann hier ganz dringend auch unsere Fernkämpfer. Die Frage ist, kriegen wir die hier hinter? Ja, die können nicht so richtig weit schießen, wenn wir die da hinstellen. Wir könnten die ruhig hier hinstellen. Können die so über die Mauer rüberschießen? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich würde das gehen. Ja. Irgendwie so schön breit. Ja. Nicht zu breit, aber schon schön breit. So sollte das funktionieren. Und dann kommen hier natürlich auch die Fledermäuse hin, die sich dann in der Luft um die feindlichen Lufteinheiten kümmern können. Warum mache ich das? Die Fledermäuse verlieren natürlich ganz eindeutig gegen so ein riesiges Koatelfieh hier, wovon wir sogar drei haben, gegen die Terradon-Reiter sowieso. Das ist hier kein Kampf, den wir eingehen wollen. Aber wir können mit den Fledermäusen, wenn wir sie gut einsetzen, die feindlichen Fernkämpfer bzw. fliegenden Einheiten davon abhalten, runterzugehen auf unsere Armbrustschützen, die dann in der ganzen Zeit, während die hier sterben, rausschießen können. Und Fledermäuse sind eine günstige Einheit. Von daher geht das. Und dann haben wir hier noch einmal Verfluchte. Die kommen vielleicht auch nochmal mit hier runter. Und dann kommt auch Gottfried Hellstein hier runter, der zumindest teilen kann. Wir haben zwar nicht viel Wintermagie, aber es sollte reichen. Wir haben noch Hunde. Und bei denen weiß ich gar nicht, wie wir die einsetzen sollen. Ich würde sagen, die Hunde kommen mal hier in die Mitte. Dann haben wir noch ein bisschen Reiterei. Die können wir ja auch nirgends so richtig gebrauchen. Die kommen mal hier auf diesen Punkt. Und haben wir noch was? Wir haben noch Gruftgule irgendwo, nicht wahr? Ja, diese beiden Gruftgule haben wir noch nicht eingesetzt. Und die könnten wir auch hier gebrauchen. Die sich dann hier darum kümmern, so ein bisschen die Bogenschützen zu verteidigen. Hier großartig mit Stollgruppen zu arbeiten, ist, glaube ich, irrelevant. Wir werden hier aber noch Türme bauen. Und zwar kleine, normale Pfeiltürme, die sich hier dann um die großen, monströsen Einheiten am besten kümmern können. So schnell wie möglich, damit wir dann auch so schnell wie möglich hier reingehen können. Das wird eine richtig spannende Schlacht. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass wir gewinnen. Es geht einfach nur darum, dass wir hier an dieser Stelle
so viel Schaden wie möglich machen. Und gibt es hier Bombardements? Ja. Da war nicht so super viel Schaden gemacht. Ich habe gerade schon gedacht, dass hier die Mauer mit Bombardements zum Einsturz gebracht werden. Das geht nämlich tatsächlich. Und das wäre ganz schlimm gewesen für uns. Aber so sollte eigentlich alles passen. Unsere Fernkämpfer können jetzt schießen. Das ist ideal. Das ist wirklich ideal. Die Fledermäuse können wir vielleicht einmal kurz gruppieren. Die kommen schön hier über die... über unsere Fernkämpfer. Hier kommen natürlich Zauber rein. Sehr, sehr stark. Ja, wir haben es mit einem Slan-Magier-Priester zu tun. Das ist klar, dass das sehr stark ist. Und hier, ihr seid mal Steuergruppe 2 und ihr versucht mal, hier weiterhin die fliegenden Einheiten rauszuholen. Das ist sehr gut. Die Fledermäuse kümmern sich jetzt um das Koate-Ding, was ich jetzt hier eigentlich auf die Bogenschützen stürzen wollte. Wir versuchen mal, die Bogenschützen hier gezielt auf diesen Koate raufzuschicken. Nicht hierauf, weil sonst wahrscheinlich Friendly Fire wäre. Eigentlich wollte ich ja die Fledermäuse geteilt einsetzen auf die Feinde. Aber das war jetzt noch gar nicht so richtig notwendig, weil sich nur ein Quartel auf und stürzen wollte. So, jetzt haben wir hier hinten den ersten Kontakt. Feinde klettern hoch und zwar die Tempelwächter höchst selbst. Das wird spannend werden und hier gibt es jetzt auch den Angriff. Den direkten Angriff von den Rotkampfskings. Und da würde ich sagen, greifen wir doch mal an. Ihr rutscht mal ein bisschen auf. Und dann sollte das hier auch alles gar nicht so schlimm sein. Dann kriegen wir das hier hin. Sauruskrieger sind hier. Und ihr könntet vielleicht mal sagen, geht mal raus. Vielleicht wollen die ja kämpfen. So. Dann haben wir hier hinten noch ein bisschen Party. Und diese Party wird natürlich gestört von unseren Skelettkriegern. Und ich würde sagen, wir könnten jetzt hier auch angreifen mit allen. Warum auch nicht? Chameons ging es hier gut rausgenommen. Da können sich jetzt nämlich die Fluche darum kümmern. Das war richtig gut. Und wir gucken nochmal hier rüber kurz, wie es uns hier geht. Ja, und die Fernkämpfer haben gut gelitten bereits. Das ist nicht schön. Aber wir können hier noch überleben und wir können hier auch noch ein bisschen standhalten. Immerhin etwas. Das ist schon mal ganz gut. Können wir hier noch irgendwo Türme bauen? Haben wir noch Turmbauplätze hier? Ich sehe gerade keinen. Keinen in einer guten Situation, in einer guten Nähe. Das ist ein bisschen schade. Aber wir bauen dann schon mal hier hinten vorsorglich einen weiteren Pfeilturm vor unserem Hauptsiegpunkt. Und unser General, der könnte natürlich ein bisschen helfen hier mit Heilungsmöglichkeiten und so weiter und so fort. Aber warum sollten wir das nutzen, wenn es hier gerade noch keine großen Probleme gibt? Die Fledermäuse lohnen sich auf jeden Fall nicht und die haben sich tatsächlich durchgesetzt gegen diesen Quartel, den wir jetzt natürlich auch nochmal mit den Bogenschützen fokussieren, ist ja ganz klar. Und auch ganz wichtig, damit wir den im besten Fall rausbekommen. Die Fledermäuse versuchen wir auch mal hinterher zu schicken. Zumindest raushetzen wäre ganz gut. Ja. Zumindest raushetzen wäre gut. Die anderen Quartels werden jetzt hier im besten Fall auch rausgenommen. Unsere Gruftgulem gehen mit rein. Wir versuchen unseren Kommandanten ein bisschen zu retten. Unsere Fernkämpfer ziehen wir ein bisschen zurück. Und auch der Verfluchte geht einmal mit rein. Wir buffen uns einmal kurz selber. Und dann sollte das... ja, eigentlich passen. Hier haben wir natürlich noch die Terradon-Reiter, die ein Problem sind. Vielleicht können wir die kurz fokussieren. Das wäre ganz gut eigentlich. Oh, das wird jetzt ein bisschen knapp. Hier öffnet sich das Tor. Ein ehrwürdiger Stegadon hat sich dagegen gestemmt und das Tor fliegt auf. Das Tor fliegt auf. Fernkämpfer schön hier hinterziehen. Vielleicht kriegen wir es noch hin. Wäre ganz schön, wenn es funktioniert. Die Gruftgule hier weiterhin rauf. Und hier oben ist der Koate zurückgekommen. Nicht schön. Aber was sollen wir tun? Hier hinten gibt es weitere Vorgehensweisen. Deswegen schauen wir einmal kurz hier hinten hin. Ja, wir sehen hier unter anderem,
Rotkampfskings, die wir aber wahrscheinlich besiegt bekommen. Nehmen wir noch ein paar Fluchritter, die sich jetzt hier wieder die Kamionschleicher vornehmen. Ah, es sind weitere Kamionschleicher, die haben wir noch gar nicht gesehen. Die Kamionskings hatten wir hier bekämpft. Ja, und hier kriegen wir zumindest die Kamionskings down. Ob wir auch die Rotkampfskings down bekommen, ist die Frage. Aber die Kamionschleicher, die werden wir jetzt definitiv down bekommen. Und wir bauen hier auch mal nochmal einen Turm zur Unterstützung. Ich würde sagen, einmal hierhin, ein Magieturm, der ist hier am wichtigsten. Und die Kamionschleicher, die werden jetzt gut rausgenommen von unseren Fluchrittern. Zurück zur Hauptstellung. Steuergruppe 2. Ihr müsst ganz dringend hierhin. Ganz schnell in die hinteren Reihen. Unser Kommandant könnte hier einmal heilen. Macht er auch. Ja, immerhin ein bisschen was. Muss aber ein bisschen aufpassen, dass er selbst jetzt nicht hier reingerät. In das Fadenkreuz unserer Feinde. Deswegen bufft er sich auch einmal, um ein bisschen schneller zu sein. Wird hier aber vom Koate nochmal rausgenommen. Und das sieht gar nicht gut aus. Unser Kommandant wird es wahrscheinlich nicht schaffen, jetzt hier nochmal rauszukommen. Konnte sich aber auch nicht mehr buffen durch diesen Angriff. Vielleicht kann er sich nochmal buffen. Er konnte sich buffen. Kann er jetzt abhauen? Die große Frage. Kann er jetzt abhauen? Unsere Fernkämpfer müssen hier hin. Wie gesagt, sie müssen sich zurückziehen. Wie geht es hier? Unseren Zombies, auch die müssen runter. Alle müssen jetzt mithelfen. Alle müssen rein. Alle müssen helfen. Keiner darf stillstehen. Deswegen holen wir auch die Todeswölfe nochmal dazu. Natürlich keine Einheiten, die hier gut sind gegen diese Feinde, ist ja klar. Aber jetzt ist hier die Massenflucht in Form vom Massenverfall. Und alle stirbt. Knappe Niederlage. Schade, schade, schade. Wir haben ein bisschen was erreicht. Wenn wir uns die besonders schweren Einheiten der Feinde anschauen, dann sehen wir einen guten Erfolg. Ein Koate komplett tot. Einer fast komplett tot. Einer stark angeschlagen. Terradon-Reiter einmal komplett raus. Einmal fast komplett raus. Wir haben einmal Kamionskings rausgenommen. Den Kampfechsenreitern geht es auch nicht mehr so richtig gut. Den Rotkampfskings auch nicht. Hier die Regiments of Renown. Salamander auch stark angeschlagen. Hier die Stegadons zumindest ein bisschen. Also es war gar nicht so schlecht. Wenn wir uns anschauen, was wir mit den qualitativen Einheiten gemacht haben, dann ist das nicht so schlecht. Und wir wissen ja, denn Wallace ist dort. Er ist direkt dort. Und kann jetzt nämlich direkt intervenieren, ohne dass der Feind hier noch großartig ausheilen kann. Das ist super wichtig. Und wir müssen das auch gleich direkt ausnutzen. Knappe Niederlage. Tlagwar fällt an den Feind. Nein, wurde nur ausgeraubt. Best case für uns. Tlagwar war nicht groß ausgebaut. Da haben wir jetzt nicht viel verloren. Das ist gut. Und Quickkopfjäger möchte ein militärisches Bündnis. Haben wir schon ein paar Mal erwähnt. Wir wollen nur mit Arkan den Schwarzen militärisches Bündnis haben, weil mit ihm kommen wir uns definitiv nicht in den Weg. Bei Quick ist es natürlich auch mit der Korruption so eine Sache. Wir verbreiten vampirische Korruption. Er verbreitet, ja, Skaven-Korruption im schlimmsten Fall. Und da laufen wir natürlich ein bisschen gegeneinander. Und deshalb wollen wir mit ihm kein militärisches Bündnis, damit er uns nämlich auch nicht mit seiner schwachen Stärke in Kriege reinzieht, die wir gar nicht führen wollen. Also stellen wir uns mal vor, wir hätten keinen Krieg mit Skarbrand und er würde dann Skarbrand den Krieg erklären. Ja, dann würde er uns da reinziehen. Beim defensiven Bündnis weiß ja wenigstens die angreifende Partei, dass wir dann mit in den Krieg reinkommen. Sie nimmt es also mindestens billigend in Kauf. In diesem Fall, bei diesen militärischen Bündnissen, ja, werden wir einfach mit reingezogen. Sind jetzt natürlich hier wieder im positiven Bereich. Warum ist das so? Ganz klar, wir haben eine ganze Armee verloren. Aber wir haben jetzt tatsächlich die Qual der Wahl mit Dan Wallace. Wir könnten uns Tierna Wink schnappen. Oder wir könnten hier Gulli weg hinterher rennen, der stark angeschlagen wurde durch unseren Angriff. Und jetzt natürlich durch die wunderbare Möglichkeit hier, dass wir Tlagwa behalten haben, hier entsprechend in einem großen Verschleiß drin ist. Dem geht's richtig, richtig schlecht.
Und diese Niederlage war eine strategisch richtig wichtige und sinnvolle Niederlage. Ich würde sagen, wir verfolgen die hier nicht weiter, sondern... Was macht er denn hier? Was macht er denn hier? Seht ihr das? Tic-Tac-Toe ist in unseren Landen, direkt vor Antoch. Hatte er Sehnsucht? Meint ihr, er hatte Sehnsucht? Könnte sein. Tic-Tac-Toe hatte Sehnsucht nach Antoch. Was für eine wunderschöne Geschichte. Gefällt mir. Also, ich weiß nicht, was er hier macht. Ich werde ihm aber nicht sagen, dass er raus muss. Er darf sich gerne in den Verschleiß stürzen. Könnte natürlich sein, dass es gleich zu einem Blitzkrieg kommt und er sagt, hey, ich hole jetzt in einer Runde Bagar oder Antoch. Könnte tatsächlich passieren. Aber wir werden uns jetzt erstmal auf Tiernauin stürzen, denn es ist schlimmer, wenn Tiernauin hier anstrandet und sich dann Bagar holt und wir uns wieder aus der Mitte unseres Landes rauskämpfen müssen. Nee, das machen wir nicht. Das heißt, wir werden jetzt hier einmal kurz aufs Wasser gehen und eine kurze Wasserschlacht führen. Gibt es leider nicht bei Total War Warhammer. Das würde es noch viel epischer machen. Sondern man kämpft, wenn wir es jetzt spielen würden, auf Inseln. Uns wird ein Pyrrhus-Sieg vorhergesagt. Aber ein Sieg, den wir verkraften können, weil es würde nicht sterben. Deswegen spielen wir das nicht, machen das automatisch. Und Tiernauin ist besiegt. Wir haben, ja, relativ gut, glaube ich, abgeschnitten. Damit kann man eigentlich leben für eine automatische Berechnung. Wir nehmen die schwarze Magie mit. Wir sind magierig. Und haben diese Bedrohung auch abgewehrt. Was wir auch sehen ist, dass wir jetzt nochmal in die weiteren Blutlinien reingehen können. Und jetzt hier auf Militärkommandant gehen könnten. Das würde uns mehr Einheitenerfahrung pro Runde geben. Wäre für die dritte Armee gut, die wir aufstellen werden, früher oder später. Oder wir sagen hier, wir wollen mehr vampirische Korruption haben. Ja, das ist, denke ich mal, ein netter Nebeneffekt. Manchmal spielen wir auch damit. Interessanter ist es natürlich, wenn es übergreift auf Nachbarprovinzen, wie es dieses Hexenfeuer auch macht auf den höheren Stufen. Aber in unseren eigenen Regionen ist es, denke ich mal, auch nicht verkehrt. Gerade hier in Tlaquar, wo wir uns noch mit ein paar Echsen diese Daseinsberechtigung teilen. Ich denke, das ist okay. Und ich denke, es ist auch okay, wenn wir jetzt hier einmal anlanden. Na? Können wir hier nicht anlanden? Doch, können wir. Weil das ist besser, als wenn wir hier über den Hafen anlanden. Weil wir dann relativ schnell wieder nach Tlaquar kommen. Wir nehmen jetzt mal diese 900 Reparaturkosten mit. Auch wenn wir natürlich theoretisch wieder neu angegriffen werden könnten. Aber wir machen das mal. Und hier könnten wir nochmal auf die kannibalistischen Rituale gehen für Gruftghul und Gruftschrecken ist das, glaube ich, ganz nett. Wir haben manchmal Gruftghule dabei bei diesen Billo-Schlachten wie hier, aber Gruftschrecken haben wir auch in unseren Hauptarmeen. Hier haben wir einmal Gruftschrecken dabei und hier haben wir sogar zweimal Gruftschrecken dabei. Apropos Schrecken, ich würde sagen, wir werden hier nochmal der Kalida ein bisschen Schrecken zufügen und wir sehen auch, sie hat richtig Bock auf diesen Kampf. Hat sich hier schon eingekerkert, eingekesselt und als erstes wird König Jenna sterben. Und wir könnten uns überlegen, wollen wir das im Blitzschlag machen, dann können wir hier diese kleine Armee sofort rausholen. Oder wollen wir das wieder gemeinsam machen und sagen, wir spielen das Gefecht, holen damit die Garnison aus der Deckung, aus der Hinterhand raus. Könnten wir auch machen. Das könnten wir auch machen. Aber ich würde sagen, wir machen das erstmal im automatischen Gefecht, denn das ist ja noch eine weitere Armee. Wir gehen hier in die Einheitenverstärkung rein. Das ist ja noch eine weitere Armee, die hier unterwegs ist. Unter König Ramirenev. Und der ist dadurch abgehauen. Eigentlich wollte ich ihn jetzt angreifen, um mit ihm das zu provozieren. Na gut, dann müssen wir das so machen. Aber wir werden ihn jetzt erstmal einzeln hier rausnehmen, damit er hier keine Faxen macht und irgendwo hinrennt und noch ein bisschen rekrutiert. Das wollen wir nicht. Also Ramirenev wird hier definitiv einmal rausgenommen. Ach nein, wir haben jetzt sogar noch die Verstärkung. Hat alles noch geklappt. Also es ist genauso, wie wir wollten. Und ich würde sagen, das kriegen wir hin, oder?
gibt es hier eine Überraschung für mich, an die ich nicht gedacht habe. Wir haben zwei Kommandanten, haben hier die Garnison, haben einen Knochenriesen dabei, muss man ein bisschen aufpassen. Nekropolenritter, Grabjäger, die sind alle ein bisschen schwieriger. Und auch die Gruftwache mit Hellebarden, aber ich denke, das kriegen wir hin. Also, wir führen das Gefecht hier an dieser Stelle, führen das außerhalb, damit wir dann nämlich entsprechend die Hauptarmee und die Garnisonsarmee aus der Stadt rausziehen können, damit wir im Folgenden die Stadt ohne Widerstand einnehmen können. Denn wir wissen ja, Widerstand in der Stadt ist immer deutlich schlimmer als hier auf dem Landgefecht. Dann haben wir nämlich keine Türme oder so. Ich weiß nämlich gerade nicht, wie es aussieht, ob dort eine Garnison gebaut wurde. Ich könnte es mir gut vorstellen, nach dem, was ich da gerade gesehen habe. Denn wir wissen, ab Garnisonstufe 2 gibt es keine Landgefechte in den Nebensiedlungen, sondern entsprechend, ja, die alten Siedlungsgefechte. Und da gab es auch die Frage in den Kommentaren, ob denn hier die Spielstände mitgepatcht werden. Also ob wir hier denn überhaupt auf Patch 2.2 spielen. Und das kann man, glaube ich, an den Gefechten ganz gut sehen. Also wir haben jetzt schon in der letzten Folge gesehen, dass wenn wir eine Nebensiedlung angreifen, dass es dann automatisch zu einem Landgefecht wird. Und das war ja vorher nicht so. Das ist durch Patch 2.2 gekommen. Also die ganz eindeutige Antwort ist da ja, das wird mitgepatcht. Und ich finde es nicht richtig gut, dass das so ist, weil ich mir eine Auswahlmöglichkeit, ich fände einfach cooler, wenn es eine Auswahlmöglichkeit gäbe, auf welchem Spielstand man spielen möchte, falls es dann nämlich zu Problemen kommt mit dem Update und so weiter und so fort. Aber ja, in der Regel bin ich zum Glück nie davon betroffen, das ist immer ganz gut für mich, aber manche haben tatsächlich dann Probleme auch auf den alten Versionen zu spielen. Das ist leider, ja, leider etwas, was hin und wieder vorkommt. Aber in meinem Fall zum Glück nicht oder selten. Wir gruppieren mal hier unsere Armee. Nehmen mal die fliegenden Einheiten hier raus und auch die Sensenreiter. Und das ist Steuergruppe 1. Manfred und die fliegenden Einheiten sind Steuergruppe 2. Die Sensenreiter sind Steuergruppe 3. Die haben wir einmal kurz reingeschickt, weil die haben ja ihre Barriere. Das heißt, das ist hier so ein Schild, wie man es zum Beispiel von Siege kennt. Und das kann sich jetzt auch wieder aufladen, wenn sie rausgezogen werden. Das heißt, wir haben jetzt hier einmal einen freien Angriff führen können. Und jetzt kann Manfred von Karstein mit den Flederbestien auch noch ein bisschen Action machen und auf ihn raufgehen. Momentan ist ja noch keine Verstärkung da und wenn die Verstärkung kommt, dann wird Manfred von Karstein dort auf die Verstärkung warten. Die Flederbestie hier wird noch ein bisschen ausharren, hier bei dem Morteschrein und ein wenig heilen. Manfred geht hier hinten hin, dort werden wir gleich ein bisschen Action haben und hier werden wir ein wenig Action bei diesem Kommandanten machen. Und hier gehen wir runter und hier kommt es zum Äußersten und die Sensenreiter, wir sehen das, haben ihr Schild wieder aufgeladen, können wieder 318 Schaden einstecken ohne Probleme. Und dann haben wir hier diesen Kommandanten schon mal richtig schnell rausgenommen. Das ist richtig gut gelaufen. Das ist richtig gut gelaufen. Das können wir gleich hier oben auch nochmal machen. Wir warten auf die Verstärkung, ist ja klar. Wir wollen die hier haben. Wir wollen hier diesen Kampf führen. Und dann gucken wir mal, was sie so zu bieten hat. Diese Flederbestie muss noch gut ausheilen hier. Wir sehen das auch, dass das hoch tickt. Hier an dieser Stelle. Und die Morteschreine sind wieder fit. Extra Schnitzelette ist auch wieder fit. Kann hier in die Mitte gehen. Und dann sollte das passen. Vargulf könnten wir auch nach vorne ziehen, hätte ich aber lieber hier hinten, falls es hier dann zu weiteren Beschwörungen kommt oder falls der Feind irgendwann hier rankommt, dass wir dann Bescheid wissen. Und hier kommt tatsächlich gleich der Feind und hier kommt er. Seid bereit, begrüßt unseren Feind mit einem schicken
schicken Atem. Und da kann man hier direkt einmal so einen Malstrom reinschicken. Es ist egal, in welche Richtung er geht, er wird Schaden anrichten. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr wichtig. Das ist einfach eine Freude zum Zuschauen. Hier kommt noch ein Atem hinterher. Wenn der jetzt schnell kommt, könnte das cool werden. Nee, kommt nicht richtig gut, aber macht dennoch noch viel Schaden. Viel mehr Schaden, als ich gedacht hätte. Manfred muss ein bisschen aufpassen, dass er hier nicht zu viel Schaden nimmt. Wir müssen jetzt hier die Feinde gut rausnehmen, solange sie hier nämlich noch vormarschieren. Sensenreiter kommen ein bisschen nach hinten. Und auch die Flederbestien kommen ein bisschen nach hinten, genauso wie Manfred ein bisschen nach hinten kommt. Und die letzte Flederbestie kommt auch mit nach vorne. Manfred teilt sich mal ein bisschen. Und jetzt kommen gleich natürlich die nächsten Zauber von uns. Ganz klar und ganz wichtig. Die Flederbestien kümmern sich ja immer um die Todesgeier. Ja, kommt der nächste Seenwind. Einmal durch die Skelettspeerträger, Gruftwachen mit Hillebarden. Die beiden schlimmsten Einheiten für uns, die Gruftwachen mit Hillebarden. Und die können wir so schnell und so einfach rausziehen. Es ist einfach viel zu schön, um wahr zu sein. So, also Steuergruppe 2, unsere Luftstaffel, kommt hier mal hin und greift die Todesgeier an. Hier wurden Ushabtis beschworen. Sehr wichtig für uns, dass sie nicht hier hinten reingezogen wurden in unsere Fernkämpfer. Das ist sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig. Unsere fliegenden Einheiten brauchen sich auch gar nicht um die kümmern, weil die werden ja von alleine wieder sterben. Und Manfred kann jetzt hier nochmal einen schicken Atem reinschicken. Und die Flederbestien spucken nochmal. Und zwar worauf? Hier einmal auf Baufra. Wird hier als Kommandant angezeigt, ist dann natürlich hier der Kommandant der Siedlungsgarnison an der Stelle. Und hier die Sensenreiter gehen nochmal ein bisschen weiter weg, können hier gerne die Feinde nochmal rausziehen und hier hinten hinlocken in einen Bereich, wo wir sonst gar nichts zu tun hätten. Das ist sehr, sehr gut. Und hier gucken wir mal, ob wir nochmal einen guten Seenwind hinkriegen. Da wäre es vielleicht ganz gut. Ja, der kommt gut. Der kommt wirklich gut. Zack! Einmal durch. Ja, der war gut. Der war gut getimed. Haben wir gut hinbekommen. Der Feind will jetzt hier so ein bisschen flankieren. Wir sehen das und wir sehen das auch mit Freuden. Denn er soll ja hier auch so ein bisschen Präsenz zeigen. Wir wollen das ja auch sehen, dass der Feind Lust hat auf uns. Das ist alles in Ordnung. Aber wir müssen natürlich auch ein bisschen auf uns aufpassen. Und ein bisschen hier eigene Pflege betreiben. Das ist natürlich auch immer ganz, ganz wichtig. Und deswegen gehen wir einmal auf die Nekropolenritter runter. Um die einmal hier rauszunehmen, weil das ist natürlich ganz, ganz fies, wenn die hier entsprechend weiterkämen und hier in die Flankierung reinkommen würden. Jetzt sind hier noch nehekarassnische Ritter dabei. Das ist alles nicht so schlimm. Schlimm sind hier die Grabjäger und die Speerkämpfer und die Hillebardiere, die dazukommen. Deswegen gehen wir wieder raus und gucken mal, ob wir hier so ein bisschen Abstand gewinnen können. Das wäre ziemlich wichtig. Vielleicht können wir hier hinten auch noch ein bisschen Action machen bei den Bogenschützen. Das wäre sehr, sehr cool. Eine Flederbestie ist so ein bisschen gefangen hier hinten. Das ist nicht gut. Dann stürzen wir uns nochmal rauf auf die Nekropolenritter. Und dann kommt hier nochmal ein schöner Malstrom rein, damit die hier hinten so ein bisschen aufgehalten werden. Und vielleicht nicht so viel Lust haben, auf uns zuzugehen. Ja, Malstrom natürlich jetzt nicht 100% akkurat, weil der Feind sich hier dafür entschieden hat, nicht weiterzugehen. Ist natürlich schlau vom Feind, ist ja ganz klar. Aber nicht so schlau war es, hier seine Bogenschützen aufzustellen, denn die werden jetzt mit einem Seenwind ganz schön massakriert. Alle zerstört. Der absolute Wahnsinn. Jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen, denn jetzt kommen die Hillebardenträger, die sind für uns alle hier schlecht, die wir hier sind. Deswegen holen wir hier mal ein paar Zombies rein und versuchen mit unseren monströsen Einheiten einmal rauszufliegen. Die Zombies halten hier die Hillebardiere gut auf, die sollen sie nicht töten, sondern nur aufhalten.
Das scheint auch zu funktionieren. Hier sind noch Nekropolenritter, die uns ein bisschen aufhalten können, aber wir haben schon viel Schaden gemacht. Alleine Manfred hat 838 Mann getötet. Hier sind neekarassnische Reiter gegen unsere Sensenreiter am Werk. Die neekarassnischen Reiter sollten viel langsamer sein. Und das Wichtigste, die Sensenreiter sind körperlos. Das heißt, sie reiten hier den Berg genauso schnell rauf, wie sie ihn, ja, wie sie in der flachen Landschaft laufen würden. Und das ist natürlich eine ganz gute Sache. Und hier kommen wir tatsächlich raus mit unseren Einheiten. Vielleicht sollten wir hier einmal die Wahrgeists ein bisschen heilen. Das wäre ganz gut. Aber es wäre auch ganz gut, wenn wir uns mal auf König Eoshares konzentrieren würden. Die Heilung ging raus, aber es geht ihnen trotzdem richtig schlecht. Oh Mann. Die Armen. Aber gut ist natürlich, dass wir jetzt hier erst den ersten Zusammenstoß mit unserer Infanteriereihe haben. Hier noch große Wege zurückzulegen sind vom Feind. Hier ein großer Blob. Ey, das ist doch ideal für Manfred. Manfred, du musst zurückgehen. Das ist doch hier viel zu schön, um wahr zu sein. Das brauchen wir jetzt. Hier holen wir uns natürlich mit unseren fliegenden Einheiten den feindlichen Kommandanten. Das sollte dann ganz, ganz einfach sein. Und ich weiß nicht, was hier los ist. Aber ich weiß, dass ich es ausnutzen möchte. Bitte, bitte, bitte schnell einen guten Seenwind. Oh ja, das hat gut gesessen. Das hat richtig gut gesessen. Das hat richtig gut gesessen, würde ich sagen. Habe ich eigentlich schon gesagt, dass das richtig gut saß? Unfassbar stark. Machen hier nochmal viel Schaden an der Gruftwache. Sehr, sehr stark gemacht. Haben wir sehr, sehr gut gemacht. Können jetzt hier noch einmal ein bisschen Zombies runterbringen. Und dann gehen wir mit Manfred hier hinten mal hin. Vielleicht mit unserer ganzen Flugstaffel hier hinten einmal hin. Und Steuergruppe 1 darf hier einmal angreifen. Jetzt ist es soweit. Jetzt können wir angreifen. Manfred hat ein bisschen was eingesteckt, das ist richtig. Aber es ist alles nicht so schlimm. Wir können jetzt hier nochmal einen Atem durchschicken. Ja, hat die Gruftwache ein bisschen erwischt. Ist alles soweit in Ordnung. Hier vielleicht auch nochmal raufspucken. Warum nicht? Und dann heilen wir uns auch nochmal. Manfred geht es ja gut. Manfred geht es ja richtig gut. Der hat ein bisschen was einstecken müssen, aber im Großen und Ganzen funktioniert das. Und hier ist der Feind schon in der Massenflucht drin. Selbst der Knochenriese hat jetzt hier nicht mehr viel zu lachen. Unsere Sensenreiter, die haben gut Schaden genommen. Die haben gut Schaden genommen. Ich habe aber ehrlich gesagt auch nicht so gut auf die aufgepasst. Vielleicht kriegen wir noch einmal eine Heilung drauf. Kriegen wir das noch hin? Das wäre schön, wenn wir es noch hinkriegen. Aber ich denke nicht. Ja, doch. Doch. Vielleicht hat es noch ein bisschen was gebracht. Aber anstatt hier zu verlieren, und zwar haushoch zu verlieren, haben wir gewonnen. Wir haben keine Einheit verloren. Anstatt alles zu verlieren, liegt natürlich auch wieder an unserem MVP Manfred von Karstein, der 108.692 Schaden angerichtet hat und 1057 Feinde getötet hat. Unfassbar, was unser Manfred hier aufs Parkett legt. Wäre er ein Tänzer, er wird sofort von mir, ja, er wird sofort von mir den Weltmeistertitel bekommen. Den Tänzer-Weltmeistertitel, den wir ja eigentlich unserem lieben Tic-Tac-Toe zuschreiben müssten. Denn er klingt nicht so, nicht nur so wie ein lustiges Spiel, was man damals in der Schule gespielt hat, sondern vielleicht auch so wie ein sehr schöner Tanz. Und er tanzt auch gerade rund um Antoch, weil er diese Stadt so sehr vermisst. Und in dieser Zeit der Dunkelheit gewinnen wir eine Schlacht, die uns wieder Mut gibt für die Zukunft. Sensenreiter ein bisschen geschwächt an der Stelle, ist aber alles gar nicht so schlimm. Haben diese Schlacht gewonnen und Berg Arachnos gehört selbstverständlich wem? Uns. Genauso sieht's aus. Jetzt geht es aber in der nächsten Folge heiß weiter, denn Karak Orhut wird tatsächlich von Mordem Stolzbart attackiert. Und uns wird hier auch eine Niederlage vorhergesagt. Ja. Ist knapp, denke ich mal.
Der Feind hat viel Fernkampf. Wenn wir das gut gebunden kriegen mit den Vampirfledermäusen, dann könnte es knapp werden. Aber es muss erstmal gelingen. Das muss erstmal gelingen. Tic-Tac-Toe stolziert hier weiter um Antoch herum. Unser Meistertänzer, Dan Wallace, wird natürlich hier unten bei Tlaqua gebraucht. So viel, was hier noch zu erleben ist. Und all das und noch viel mehr in der nächsten Folge. Und wir sehen hier noch einmal, wie sich unsere Macht wieder ausbreitet. Es ist ganz schön, wie es gerade ist. Und der Cordon Sanitaire, er wächst genauso. Also, damit wir weiter wachsen können, haut nochmal schnell ein Like raus und dann sehen wir uns morgen wieder.